Morgen, liebe Gottesdienstbesucher. Herzlich willkommen zu dem heutigen Gottesdienst. Ich heiße auch Prediger Patrick Fröse und Familie aus der Schöntalgemeinde herzlich willkommen. Das Thema der heutigen Botschaft ist Versuchung oder Anfechtung. Zum Einstieg lese ich das Bibelwort aus Psalm Kapitel 91, die Verse 1 und 2. Da heißt es so: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Lass uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, wir kommen vor dein Angesicht, um dich mit diesem Gottesdienst zu ehren und zu preisen. Unter den Schatten deiner Allmacht werden wir jederzeit beschützt und getröstet. Wir danken dir dafür, dass diese feste Zusage für die guten und schlechten Tage gilt. Wir bitten dich für deine Anwesenheit während der laufenden Wahlkampagne auf Landesebene sowie auch für das friedliche, interkulturelle Zusammenleben mit unseren Nachbarn. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Ich lese den Bibeltext zur Predigt aus Jakobus 1, die Verse 2 bis 8 und 12 bis 18. Da ist es so: Meine liebe Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jeder man gern gibt und niemanden schilt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von Gott empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die er lieb hat. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand, sondern ein jeder, der versucht wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen ist, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine liebe Brüder. Alle gute Gaben und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch im Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren, nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Wir beten. Herr Jesus, in dieser Passionszeit sind wir dir dankbar, dass du das Erlösungswerk für jeden einen vollbracht hast und du uns einlädst, es in unseren Herzen anzunehmen. Schenke uns die nötige Liebe und Stärke, damit wir mit Freuden dir nachfolgen und loben. Erfülle Prediger Fröse mit deiner Freude und deiner Weisheit, um die Botschaft zu verkündigen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche uns dem Fried Gottes für diese Botschaft, die wir hier wollen, dass wir durch ein Wort mitnehmen und uns alle auch anwenden. Mein Name ist Patrick Freus, ich komme mit der Scheintelgemeinde, wir sind mit Kurt Fertigstrahle, das sind bestimmt seine Worte, die ich kenne. Ich bitte ihn ja heute eine Predia, sie mit Übung heute dann nicht. Sie finden auch meine Frau her, Janeko Theus, Tochter von Ruben Monika, und meine Eltern sind David und Mathilde Freus. Wer den noch nicht kannte, sage ich vielleicht Franz Freus, ich habe mal Gemeindeleiter in Scheintel, in Ubrams Wurzel, Gemeindeleiter in Österreich,
sind meine Eberschwestern, die haben dort vielleicht ein besseres Wort. Versuchung oder Anfechtung. So hat mir der Timer für Fenelle gestellt. Und der Timer lesen wir im Jakobusbrief. So, wenn wir den Jakobusbrief lesen, das ist eine sehr interessante Literatur, wo Christen, wo wieder der Längsat ab dem Weg. Wenn wir den lesen, dann habe ich sehr viel in der Rücken nehmen und ans Leben anwenden. Das haben Karten klingt, was ihr tippt, was Jakobusbrief ist oder wer der Schreiber ist, da wir. Er nennt sich selbst Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er ist ein Nachfolger von Jesus, aber er sagt nicht, dass er ein Apostel ist. Er betätigt sich nicht als Apostel. Folgendessen glaube ich, was Kommentare schreiben, dass er wahrscheinlich der Hofbruder von Jesus gewesen ist. Und wenn wir uns vorstellen können, mit Jesus abgewachsen sein, wird es schwierig gewesen, vor allem an Jesus zu glauben als den Messias. Und er hat dem als Bruder erlebt, hier im Alltag, da wird ja auch vielleicht schwierig gewesen, dann zu sagen, Jesus als der Messias, wenn er dem von klein an gekannt hat. Und einmal hat er über sich betiert, erkannt, dass Jesus der Messias ist, und er sagt, dass er ein Knecht Gottes ist und ein Knecht von dem Herrn Jesus Christus. So, wenn wir den Jakobusbrief ganz lesen, dann reicht er dort an Christen, die Jesus ähnlicher geworden wollen, die im Glauben wachsen wollen. Und er schreibt auch viele Warnungen, die Menschen denen und nicht denen sollen. So, der Anfang von dem Jakobusbrief, dem Teil, wo wir brücken wollen, der wird uns auch gelesen. Du redest Jakobus von Anfechtungen und Versuchungen. So, Jakobus hält hier sehr klar, dass er bei dir den ein. Anfechtung und Versuchung. Wenn wir bei dir so lese dann, wird wie sagen, da meint ihr das selbst. Das ist ja eine selbst Sache. Eine Anfechtung, Versuchung. Wer das nicht ganz klar im Duden wird nur lesen, der wird sagen, das bedient das selbst. Aber trotzdem nimmt Jakobus hier das Bett wird und er schlägt zwei verschiedene Richtungen an. Als erstes ist die Anfechtung. Das ist der erste Teil von dem Teil, wo er hier lesen wird, was er hier schreiben wird. Du sagst Gott, er stellt uns in Situationen an, er stellt uns auf eine Prüfung, wie wir reagieren, wenn wir in schwierige Situationen kommen. So, wenn du das Gott unseren Glauben und unseren Gehorsam auf eine Prüfung stellst, das ist, was er mit einer Anfechtung hier sagt. Da wollen wir kurz wieder ab eingehen. Das zweite ist die Versuchung. In diesem Teil redet er von der Versuchung, dass der Satan uns versucht, zu der Sünde, dass er uns zu der Sünde verleiden will. Du hast den Sultan und Meister an, der zeigt dir, was jankert uns, wo sind wir schwach, wo wird wir sehr leicht und sinnvoll und uns dort geschmackhaft merken, dass wir du sollen anfallen, dass wir du sollen sünden. Also das erste zu den Anfechtungen. Als erstes mal hier gesagt wurde, dass Gott uns niemals versieht, zu der Sünde. Er wird uns niemals die Sünde schmackhaft merken. So, er wird uns niemals die Sünde vernehmen führen und sagen, das wird schon gehen, das zu tun. Das kommt nicht von Gott. Wenn wir uns dort vernehmen, sie für die wie wollte das, wenn ich das tun will, dann wird das zu der Sünde führen, dann ist das ganz klar, das kommt nicht von Gott. Gott will nicht handeln, wie sind die denn. So, folgendessen, das bedeutet nicht, dass er uns in eine Situation bringt, wo uns das wird schon gehen, zu sünden. Was Gott tut, ist, er will wissen, wo wir im Glauben stehen. Wie fest sind wir im Glauben? Wie gehorsam sind wir am Gegenüber? So, er stellt uns in Lebenssituationen an, wo wir auf eine Prüfung gestellt wurden, wo wir vielleicht in schwierige Situationen ankommen. Und du checkst dann, wie wollen wir reagieren? Was wollen wir tun? Wie sind wir in unserem Christenleben? Wir haben sehr viele Beispiele in der Bibel, wo Gott Menschen auf eine Prüfung stellt wird. Ein ganz bekanntes Beispiel ist von Hiob. Hiob, der wie ein fester Christ, wenn er sagt, ein fester Mensch, der in Gott gegründet wird, der sein Glauben ausleben wird, und der gesehen wird dadurch. Und du stellst Gott einmal auf eine Prüfung. Wer steht erst dein Glauben wörtlich? Was wirst du tun, wenn du nur auf einmal all das Schmacken, was ich dir mit gesehen habe, wenn ich das nur alle wahrnehme? Was wird dann passieren? Und dort daran positiv ist. Hiob hält an sein Glauben fest und er hält an fest, Gott wie er geht. Und er meint, dort geht mit ihm.
Und heute bleibt Gott treu, auch in dieser schweren Zeit, wo er durchgeht. Aber nicht alle unsere Beispiele in der Bibel sind positiv. Wenn wir an Petrus denken, zum Beispiel, als Jesus gefangen genommen wird und vor dem Rechter geführt wird, dann kommt dazu weit, dass Petrus manche Menschen wie und heute Jesus verliehen. Nein, er kann das nicht. Jesus hat am vorher alle gewarnt und hat ihm gesagt, du wirst mich verliehen. Und er sagt, nein, das war ich nicht denen. Und als er dann in die Situation kommt, dass er auf eine Probe gestellt wird, wird Jesus gehorsam zu sein oder seine Treue Jesus gegenüber zu beweisen, dann beugt er drei und er verleidet, dass er Jesus kennen wird. So nicht alle Beispiele sind positiv. Aber was hat Petrus hier? Er lehrt in dieser Situation. Als er in dieser Situation hat er gefehlt, er hat die Probe nicht bestanden, er lehrt er. Er hat Buße dafür. Und Lothar, als er im Apostel Geschichte, du lest, wie als er für Pharisäer und Schriftgelehrte steht, dann drehen die auch mit Schlägen, mit Gefängnis und sogar mit dem Tod. Und er steht ganz mächtig für die Pharisäer und Schriftgelehrte und sagt: Ich mag Gott mehr gehorchen als die Menschen. Und Gott sagt: Ich soll sein Wut verkündigen, und das soll wieder dahin werden. So, er verlegt Gott nicht mehr, sondern er steht zu der Sache, er ist durch Stotje geworden. Ja, je wie dort auch, dass er dem Helden jetzt über dem Gekreie hat, und dass er durch den Helden jetzt diese Kraft kriegt. Und er hat in dieser Situation gelernt, dass er nicht mehr Jesus verliehen wird. Er wird lieber sterben, als dass er Jesus verliehen wieder. So, was passiert dann, wenn Gott Menschen auf die Probe stellt? Wie reagieren wir Menschen, wenn Gott uns auf die Probe stellt? Da kann es ja unterschiedlich sein. Das erste kann sein, dass wir uns in die Prüfung ablehnen würden. Dass wir würde gehen ansehen. Wenn Gott uns fragt, was du dort und dort denn, dann wir sagen, nein, das will ich nicht, das tue ich nicht. Oder dass wir würde vielleicht sagen, ich will mit dir selbst durchkämpfen durch das Problem. Ich kann nicht in Gott am helfen. Ich will nachher sagen, ich kann das halt selbst gelesen. Da habe ich ein Beispiel, wo Jonah noch nie mehr geht. Gott schickt ihm noch nie mehr, dass sie ihn gehorsam prüfen. Geh noch nie mehr, predigt er. Dass die Stadt, wo ich gerät war, wenn es so viel Sinn ist. Was hat Jonah? Der geht weich, der rennt weich von dieser Situation. Er ist ja ihn an. Und er stellt die Frage, was kann ich diese Situation lernen? Was soll ich hier lernen? Wie kann ich mir in Gehorsam Gott gegenüber beweisen? Lehnen wir uns ab, dass wir ihn an sind. Als zweites, wir können möglich werden. Wenn wir in eine schlimme Situation kommen, wenn wir eine Probe in unser Leben durchgehen, dann können wir möglich werden. Besonders, wenn sich dort eben eine lange Zeit tragen. Wenn man nur 3 Jahre hintereinander in der Fenster 3 erlebt hat, dann spät sich das also, wenn das Gott im Sehen nicht hilft und dort eine Probe gestellt wird. So, dort kann die Leinheit geben, dass man möglich wird. Kann das aber nicht allein geben, dass wir dann dicht an Gott kommen, der ich gebet, dass wir Gott dich einmal fragen, dass ich dir. Wenn es dir scheinbar ist, dass es jetzt desto leichter ist, dass für uns, naja, mir scheint, ich brauche Gott nicht mehr, und uns gemütlich treten soll. Wenn wir in einer schweren Situation sind, kann dort zu kommen, dass wir gerne für Gott aus meinem Gebet kommen. Man sagt hier auch einmal, die Ackerbüre sind ja unsere beste Bäder, die wir haben. Wenn es so erfährt, was ihr seht in der Hoffnung oder in dem Glauben, dass noch mal erreichen wird. Und dann betet man dann für ihn. So, man sagt manchmal, man betet im Spaß, dass die Ackerbüre die beste Bäder sind an sie im Ende. Eine andere Möglichkeit ist, was wir haben, wenn wir in eine Prüfung kommen, ist, dass wir anfangen zu schlammen. Du gleich haben wir Minister alle mit Trouble mit. Und sie hat zu schlecht, dann fangen wir an zu schlammen bei den Menschen. Eins, wo wir dann spazieren, oh ja, er hat also so lange gedreht, er hat wirklich schlecht und so wieder. Da wir unsere Murren dann fallen würden. Wenn wir die Geschichte von Israel lesen würden, in der Wüste, wandern, die fallen immer wieder drehen, das nennen, dass sie jeden Mose und jeden Gott schlammen denen. Und wenn wir checken, was für ein Wunder Gott an Israel getan hat, dass er immer wieder Wut erhebt, dass er ein Erde erhebt in der Wüste, wo nichts wir, dass sie immer wieder bewahren dort. Und es steht, dass sie dann Vertrauen an jenen bringen dort, und dass sie Glauben an jenen bringen dort. Erste Kleinigkeit, was da passiert, du schlammst sie Gott jenen über. Wir fragen sie, wie schuldig das jenen über. Wie,
wenn wir in eine Probe hineinkommen, wo Gott uns will, auf eine Prüfschale, wo ist dein Leben, wo ist dein Gehorsam, da wir dann Raum gehen und schlammen darüber, da wir in so einer schweren Situation werden sind. Und dort ist dann auch für euch, wo das mit der nächsten Tipp treibt, da wir in Selbstmitleid fallen. Oh ja, ich habe das so schlecht, mir hat das so dumm, ich habe wirtschaftlich jetzt so dumm dran, mir nur bei jeder so viel scheinen, da wir in Selbstmitleid fallen. Wenn wir in Selbstmitleid sind, dann haben wir bis ans Salz sein. Dann habe ich keine Möglichkeit, meine anderen Menschen Raum ans Raum zu sein, in wovon eine Schwierigkeit da hat, wo ich den halten kann, wo ich für andere Menschen ein Sehen sein kann. Wenn es dann als all meine Energie ab dort konzentriert, mich Salz zu bemitleiden. Vielleicht, weil wir dann sogar haben, andere Menschen die Saal an sich noch bemitleiden. Da wir da ihre Energie, die wir können verbrücken, mit Gottes, dass die Saal noch an uns verbrücken. Da wir fragen, das ist eine Feiersache, das ist das. Das sind für die Sache, wo wir so leicht anfallen, wenn wir auf eine Probe gestellt wurden, wenn wir in eine schwierige Situation durchgekommen haben, wenn wir in einer Anfechtung sind, wo Gott unseren Gehorsam oder unseren Glauben auf die Probe stellt, lässt, da wir diese Feiersache sind meist einmal die erste Sache, die für dich kommen, von uns Menschen ist. Wenn wir den Jakobusbrief lesen, dann sagt er uns ganz klar, was wir deine Seele, wenn wir in seine Anfechtung fallen. Vers 2. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fällt. Wir sollen uns freuen. Das ist nicht menschlich. Wenn wir in eine Probe gestellt werden, wenn wir in eine schwere Situation durchgehen, dann wir uns dort freuen. Dort eine schwere Situation durchgehen können. Aber warum sollen wir uns freuen, wenn Gott uns auf eine Probe stellt hat? Wenn wir geprüft wurden, dann wird uns Glaube geprüft und dann, wenn wir durchgehen nicht haben, dann uns Glaube geprüft wird, dann haben wir Geduld erntet. So sagt uns die Text. Und wenn wir uns in Geduld überdehnen, dann haben wir diese lange Zeit, wo wir hier auf ihr wirklich haben, haben wir durchtragen. Wir brauchen keinen Mangel in uns Christenleben haben. Wenn Gott uns auf eine Prüfung stellt, dann meint nicht, dass wir mit einem Mangel haben. Dann meint er, dass wir keine dicht an Gott kommen. Unser Ziel ist jetzt immer, dass wir hier bei ihr alle so leben, als Jesus gelebt hat. Das ist ja unser ultimatives Beispiel. Dort wird wir gerne nur folgen, unser Vorbild, als Jesus Christus. Wenn wir so leben wollen als heute, dann helfen uns diese Prüfungen, die wir hier durchgehen, diese Anfechtungen, die wir hier durchgehen, die sollen uns durchhand formen, dass wir dichter an Jesus kommen, dass wir dichter an dort kommen, wo Jesus hier bei ihr wird. Aber manchmal dann folgen wir uns, da wir noch so sehr weit weg von dort sind. Aber auch hierfür hat Jakobus ein Rot. Er sagt, wem dort an Weisheit mangelt, wer du nicht Weisheit hat, der soll nach Gott gehen, in dem Frau an Weisheit. Und Gott wird uns seit Jahren geben, sagt er. Aber wenn wir Frau denen, dann sollen wir nicht zwiebeln, sagt er. Und wenn wir zwiebeln denen, dann sagen wir, es ist eine Meereswoge, es ist eine Meereswahl, die wird von dem Wind an den Trägen drehen, die kommt niemals an das Ziel, wo die haben soll. Als ich noch nicht befriedigt werde, dann wie ich 15 Männer ab dem Schab, ab der Logos Hope, der OM-Schab, Missions-Schab, habe ich bestimmt alle von dir gehört. Du wie ich 15 Männer ab und einmal, als wir hinterwegs wäre, dann kommen wir in den Sturm, dann kommen wir nicht raus, müssen wir durch. Und dort fängt an, der ganze Schab, dort fängt an, der Rolle. Da wie ein gerettet Schab, wie 500 Meter lang, dort ganze Schab, dort rollt Hand und Dreh. Und wenn ein Bad lag, dann dreht das ganz von Salz Hahn drei, schleibt sich mit Schwur der Nacht. Wenn wir im Gang der Lein gehen, die wird 2 Meter breit, und er kann nicht gleich der Lein gehen. Die ging von einer Kante an der Wand, dann ging es in der anderen Kante an der Wand. So viel Hahn drei da das Schab. Steiler wird in der Erdsohlstunde, die fallen an, Salzstreier ab dem Dach, der rutscht Hahn drei, fällt drauf. So viel Bewegungen hat das Schab. So, wenn das Schab eine kleine Natur hat, oder keine Möglichkeit, Fähre wegzukommen, dann wird dort von dieser Wale gedreht worden, du haben, wo die Wale und der Wind dort handschüben würde. Da wird man niemals von Punkt A bis Punkt B kommen. Man wird niemals bei dem Schab bei dort kommen, wo man haben will. Das ist ein Bild dafür, was passiert, wenn wir am Weisheit Frauen dienen und Zwiebeln dienen. Wenn wir Zwiebeln dienen, dass Gott uns die Weisheit geben, dann wollen wir nicht diese Weisheit erreichen. Dann wollen wir nicht das Ziel erreichen, was wir wollen. Dann wollen wir eins, wo auf eine andere Stadt ankommen, was nicht der Weisheit ist, wo wir nur gefragt haben. So, wir sind momentan in der Passionszeit. Wie denken du über nur, was Jesus für uns zu tun hat? Dass er für uns am Kreuz zu sterben ist, dass er unsere Schuld betont hat, und dass wir gerne das verreicht haben,
im Himmel zu sein, wie am eines Deus. Du, weil wir alle tippt sind, als Gemeinde, als Geschwister, Brüder und Schwestern, weil wir im Himmel tippt sind. Und daher sagt Jakobus in Vers 12, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. So, wenn wir Gott läuft haben, wenn wir dann eine schwere Situation hineinkommen, teilen wir uns ganz sicher sein, wenn wir diese Dörrchen gehen wollen und wir wollen treu zu Gott bleiben, wir wollen unseren Glauben festhalten und wir wollen gehorsam sein Gott gegenüber, dann wollen wir eines Tages die Krone des Lebens empfangen. Dann wollen wir im Himmel kennen sein. Gott uns lohnt dafür, wenn wir hier auch mal schwere Situationen durchgehen. So, was hält uns von dem Leben mit Jesus auf? Was hält uns davon auf, dort zu sein, was Jesus hier beiden will? Dort bin ich kreuze perfekt keine Sahne aus Jesus hier wir. Was hält uns davon auf? Für uns Menschen ist das die Sünde. Die Sünde hält uns auf, dass wir nicht perfekt sind. Dass wir nicht dort sind, was Jesus hier beirrt wird. Die Sünde, die kommt von dem Satan. Die Satan, der will haben, dass wir als Menschen, Seele und Sünde leben, dass wir nicht diese Freiheit haben in Gott. Und dass wir nicht eines der uns das ewige Leben empfangen sollen. Sondern sein Ziel ist, dass wir alle dem ewigen Tod kriegen. So, wenn wir das wollen, dann wollen wir auch, wieso wir sind hier denn? Wenn es die Satan uns zu verleiden hat. Aber wieso ist das, dass die Satan uns immer wieder verleiden will? Oder wird Christi dort haben, dass er uns verleiden hat? Wenn wir als Christen leben, wie wir alle so sein, als Jesus essen, Jesus wie ohne Sinn, wieso kommt das dann fair, dass er immer wieder Sinn hier denn? Warum kann ich nicht einfach bis ein heiliges Christenleben führen, hier habt ihr sie hier? Dort haben wir zu denken, dass wir immer wieder unsere eine Begierden nur gehen. Dass die Satan uns in Versuchung führen wird. So Gott kann nicht von dem Schlechten versucht werden, steht das in der Bibel. Und heute selbst, heute hat keinem Versäge zum Beusen. So sagt er uns in diesem Teil. Manche sagen Gott aus dem Richter oder aus der Polizei. Der wird dann, der checkt bis, wird er euch forschen, wird er uns heranrahmen, ob er Finger schielen. Das Gott sein Uthole. Das hat viele Menschen erdenken es. Heu erst gereicht und heu det Sünd bestrufe. Das ist keine Frau, das ist ganz klar. Heu erst gereicht und folgendessen, wenn wir Sünde denn, der Fall davon ist der Deut, die Bestrufung. Aber heu will das ab keinem Fall, dass wir Sünde denn. Heu erst der Läufende Vater, wird uns sieht, wenn wir waren im Vieren eingehen, da heu uns will Ritterrichter tun. Das ist, was Gott ist. Das ist der Janser, was uns in dem ewigen Deut will Ritterrichter. Er warnt uns auf alle Städte in der Bibel, dass wir nicht selber in Sünde leben, dass wir selber am Trüno fallen. So, diese Versuchungen, die Sünde, die kommen in unsere eine Begierden, in uns selbst kommt das Ritt. Diese Versuchung. Wenn mir eins, was Jank hat, ich stehe dafür, dass Jank hat meine Däne, dann habe ich die Entscheidung, dörre ich dort oder dörre ich dort nicht. Und du erst, wo die Sultan dann nennt, und das soll ja verstärkt schmackhaft zu merken. Wie können du das Beispiel von Adam und Eva nehmen, den ersten Sündenfall? Wenn wir sagen, der Garten Eden hat Gott gemerkt, der hat die Menschen über eine Freiheit geübt, die haben genug zu essen, die können ihn hier frei bewegen, bloß dessen einen Baum, dem der ich nicht von essen. Und ich stelle mir so fest, wo er die Ferke für die Stunde hat. Aber so der, wie dem nicht von Erde, das ist ein Baum, der lässt Schmack, der Frucht. Warum wird Gott nicht wählen haben, dass wir das teilen? Gott will haben, dass der Mensch den freien Wählen hat. Aber er will ab keinem Fall haben, dass der Mensch von diesem Baum essen teilt. Dass der sich gehen anwandern teilt, dass der Sünde teilt. So, als sie dann für diesen Baum stehen, besonders Eva, als sie da feststellt, kommt der Schlange durch und sagt, diese Früchte wird auch fern sein zu essen. Dann wo ich Erkenntnis kriege, was geht und was schlecht ist. Dann wo ich so klug geworden, als Gott ist. Ich merke, er hat schmackhaft. Das wird dir Geld gehen, wenn du das ist. Dort ist, was der Sultan bei der Foundation nach uns steht. Wenn wir für eine Sache stehen, wie wollte,
wenn ich das tun will, dann wird das eine Sünde sein. Dann kommt die so tun, was du und er merkt uns das schmackhaft. Na, das hat mal, das ist nicht so schlimm. Jana hat das auch mal getan. Du hast das auch mal getan, das hat erst dir nicht passiert. Er merkt uns das schmackhaft. Und er hat die Konsequenzen, was die Sünde mit sich bringt, raufspielen. Das hat nicht so schlimm was sein. Adam und Eva folgten an, sie schmeckten von der Frucht, ätten davon und kurz weiter sie, seine Hand wird falsch getan. Seine Hand die Sünde begonnen. Da können sie sagen, dass wenn ihr bei einem Autoplayer vorbeifährt und man sitzt und schmeckt ein Auto, und fährt er vorbei und hey, das Auto, das wird mich jagen. Na, mir fehlt eigentlich kein Auto. Aber das Auto wird mich jagen, dann fährst du hin. Du checkst dir das Auto, alle Seiten, der Auto, Händler, die kommt dir dann fährst du hin. Erklärt die dann alles, was sie fern an das Auto ist. Hat bis nach 11 früh im Zentrum gefahren, dass man dann immer sagt. Das schmackhaft merken, dass das Auto wörtlich was geldet ist. Na, fährt man war er weich. Na, das brauche ich doch nicht. Er hat nicht Autos. Nächsten Tag fährst du war er vorbei. Na, mein Jacke hat das über. Dann fährst du war er hin. Und der Autohändler, der hat war er in der Rettung, das war er geht. Na, fahr doch ein bisschen betest. Warum meine Welt da drehen? Schütt dir nicht. Brauchst du doch nicht, wenn du nicht weißt. Halt ein bisschen eine Runde vor. Dann fährt er mit ihnen eine Runde. Währenddessen sagt er dann, da, ich wollte in das Quinto geben, 10 Millionen Rauflöte, kriegst du noch einen Termin ohne Zinsen. Dann irgendwann hast du ein Auto, zusammen halb Stunde. Brauchst du, hast du gewollt, hast Schmack gelöte, hast du dich damit beschäftigt. Und bist der neue Fall, dass du das gekauft hast. Das wird so tun mit der Sünde. Der verkauft uns die Sünde, dass da was Schmack sein. Das würde uns haben verleiden wollen. So aus diesem Sandbild hast du für, braucht Jakobus auch ein Sandbild. Wenn wir die Versuchung in uns abnehmen, dann wird das die Sünde gebären. Dann wird die Sünde geboren worden. Und wenn die Sünde erst geboren ist, dann jagt das dem Tod. Das wird so sein, als wenn der Kerl drehend wird, der hat den Sommer abgenommen, der ist drehend geworden, das Kalf, das war es noch. Nun ein Mann wird das geboren, und wenn das erst geboren ist, gehen wir kein Kalf bad date. Das ist, was das Sandbild ist, was Jakobus uns gesagt hat. Wenn wir unsere Begierden, uns von unseren Begierden, uns Janka, lenken Leute, diese Versuchung nennt zu kommen, das Raumdrehen mit uns, das Gedanke in uns Raumdrehen. Eins war noch, was die Sünde geboren wurde, und wenn die Sünde erst geboren wurde, dann stirbt die Sünde mit uns teil. Wenn es das ist der Lohn von der Sünde, dass wir im Tod kriegen wollen dafür. Die ewige Trennung zwischen uns und Gott. Du soll wie unser Kreuz, so soll er mit beschäftigen in der nächsten Zeit, dass Gott uns diese Radungsweg gejift hat. Dass er seinen Jungen auf unsere Erde geschickt hat. Dass er sterben konnte. Dass er für unsere Schuld betont hat. Diese Sünde, wo wir uns immer wieder zu verleiden, Leute, dass er für diese Sache betont hat. So, wenn wir diesen ganzen Werdegang betätigen, dann haben wir dem Sultan auch verstanden, dass er bis braucht uns beobachten. Was jankert dieser Mensch? Für wen ist er in Städte? Wovon die Reutschaft zieht er sich an? Was jankert er? Und wenn er uns dann hört und betätigt und uns beobachtet, und wir gehen immer weiter, eine neue Sache, was uns jankert. Wir wollten das zu sehen, das soll ich nicht tun. Aber ich gehe durch und betätige mich dort. Nicht Janka mich durch an. Dann brückt die Sünde ein bisschen reute Seite und uns das verurteilt, das geschmackhaft merken. Nimm das doch. Das ist die größte Schlamm. So einfach hast du ihm seine Arbeit an. Was haben wir denn? Wenn wir weiter diese Sache, wenn ich die da wird zu Sinn führen, dann haben wir uns ganz sicher sagen, die kommt nicht von Gott. Und das, wo du es bei dem Punkt, so wie im Streik trage, wenn ich weit, das wird zu Sinn führen. Geh nicht durch. Merk dem dort nicht die Möglichkeit, dass der dir schmackhaft merken. Steh nicht für die Frucht in Bianca die Idee. Das würde so von seiner Arbeit sein. So, wenn wir für die Frucht stehen und uns die schmackhaft merken, ich habe uns ganz sicher sagen, die Sultanstädte besiegen, die wird uns die schmackhaft merken. Dass uns die Janker nehmen. Baste, wo wir kennen, was wir denen kennen, nicht zu sehen, ist, dass wir nicht mal nach dieser Frucht gehen. Dass wir nicht mal dafür stehen.
Wollt wieder an das Menschen verkehren, wenn wir gesündigt haben, dann sei wie, naja, Gott hat mir die Möglichkeit, ich hätte euch das dehnen können. Der hilft mir die Möglichkeit, euch das stehlen können. Du wie, ich kann aber das checken, das lacht, das ist frei, dann könnt ihr das stehlen, könnt ihr das mitnehmen. Gott hat dir gesagt, ihr könnt eins im Hand strahlen, dann sei ihr, dann wird das nicht getan haben, jetzt wird ihr auch noch eine Stunde haben, die ihr gecheckt habt. So, das ist in Wahrheit, dass Gott seine Schuld, dass ihr das getan habt. Das wird wie uns verkeprüfen, für Gott reich vor dir. Da wie unsere Schuld ab am Schüben dehnen. Und das passiert so viel, dass Jakobus sogar diese, für diese Situation ein paar Vers schrieben hat. Vers 16, Vers 18. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. So Gott blüfft der Janser, was das Geld mit uns meint. Wenn wir würde die Geschichte von Garten Eden nehmen, wenn heute das schlecht mit uns meint, dann wird er vielleicht aber half Bäume, die Satan. Der half der, die nicht von Erde, und der weit macht manchmal der andere Mann mischen, dass die immer Worte sind verfotet. Dann wird er uns viel mehr möglich hätte, hier zu sehen. Aber Gott meint das Geld mit uns. Er will bloß haben, dass wir eine freie Entscheidung haben. Du wirst plant hier einen Baum in dem Gord, wo sie nicht von Erde dürfen. Und nicht 100. Wo sie sich aber immer heute verfutern können. Gott will nicht, dass wir die Sünde begonnen werden. Und wenn wir Sünde denen, ist das immer von uns mit der Hilfe von dem Satan. Dass niemals das dort von Gott kommen wird. Wenn wir durch eine Probe gehen, durch eine Anfechtung, kann ganz kalt helfen. Alle Gäde kommt von Gott. Heute hat uns auf eine Probe stehlen, durch Anfechtungen, durch gehen Leute, damit uns Glaube konstruiert wurde und damit wir uns in Gehorsam bewiesen können. Aber alle Schlechte, alle Sünde, die kommen von uns selbst mit der Unerschattung von Satan. Weil wir noch Tipp beten. Herr, ich danke dir für jeden Mann, der hier ist. Ich danke dir, dass wir können über das Thema reden, über nur denken. Musst du doch auch helfen, dass wir diese Sache in unser Leben anwenden können, dass wir können die ähnlicher werden, dass wir können ein heiligeres Christenleben führen. Dass wir können die Sache, was du willst haben, was wir hier auf dieser Idee sollen, dass wir die Idee können, dass wir unseren Auftrag ausfüllen können, dass wir eines Tages können, bei dir im Himmel sein und dass du kannst sagen, du treuer Knecht, du hast ihnen dein Zidon, Herr. Da bitte ich in die Nummer. Amen. Eins werde ich mit ihm, werde ich ihn sehen in der Helligkeit. Mein König werde ich dienen in alle Ewigkeit. Dies sollte stets unser Glaubensziel auch sein. Wir nähern uns zum Schluss dieses Gottesdienstes. Wir bedanken uns für die Botschaft von Prediger Fröse, den Gottesdienst, den Gesanganleitung und auch alle erledigten Dienste, die hier vollbracht wurden. Ich bitte Prediger Fröse, uns mit den Segen zu entlassen. Wer du kannst, den werde ich abzuschauen für den Segen. Ich mache uns den Segen in 1. Korinther 16 lesen. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Damit wünsche ich dir einen schönen Sonntag wieder.